Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest Teil 14. Wir sind mal wieder in der Zitadelle der Zeit und ich muss meinen Fernseher kurz umschalten, damit ich wieder was sehen kann. Ah, meine Ohren. Ja, jetzt hat sich da hinten auch die Wolke verändert. Die hatte diesen roten Rand drumrum und jetzt ist quasi eine normale Wolke. Die ist hier aber bewegt. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Standbild, aber So. In diesem Teil treffen wir mal Vorbereitungen für den. Ja. Wassertempel. Genau, dass sie im nächsten Teil den Wassertempel dann durchmachen kann. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen unpraktisch mit kürzeren Teilen, längeren Teilen, aber ich muss sagen, wenn ich die Dungeons am Stück mache, weil es ja anders zusammenhängen wie im Ursprungsspiel. Funktioniert es echt um einiges besser. So, schauen wir doch mal. Hey, ich hab ein Pferd. Wie war das mit das Glück der Pferde, als Glück der Erde liegt auf der Pferde? Er steigt aufs Pferd auf und die Luft wird besser, seltsam. Brauche ich eigentlich irgendeine. Nö, ich habe noch zwei Feen. Man kommt doch ohne Pferd darüber, aber mit Pferd ist natürlich einfacher. Hyliosee. Ich glaube, da fehlt etwas Wasser. Ja, ich würde sagen, da war mal etwas mehr Wasser. Naja. Ach stimmt, ich muss, glaube ich. Spürst du das? Ein eisiger Wind weht vom Zora-Fluss herüber. Nö, spür ich nicht. Aha, die Spinne hatte drei Herzen. Ganz wichtige Person, die man im letzten Spiel durchgegangen ignoriert hat. Ich bin Byron, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie wieder. Super. Ach so, stimmt. Da muss ich in der Vergangenheit muss ich zu ihm reisen und ihm in der Zukunft das Lied nochmal vorspielen. Aber das macht nichts. Ich möchte jetzt etwas anderes tun. Eine schwarze Wüstenkrähe, zerstöre diese krächzenden Widerlinge, bevor sie auf dich einhacken können. Hitchcock wäre stolz auf mich. Hurra.
Ich weiß gar nicht, was hier ist. Halt ein, lass mich gehen, ich verkaufe dir Pfeile, 30 Stück, 70 Rubine. Nö. Ups, dann verschwinde ich besser. Vergib mir, darf ich dir Dekonüsse anbieten, 5 Stück, 20 Rubine. Nein. Ups, dann verschwinde ich besser. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass man halt Sachen kaufen kann, aber... Haperbarm, ich kann dir einige Bomben verkaufen. 5 Stück, 40 Rubine. Nein. Ups, dann verschwinde ich besser. Wobei es eigentlich nicht so extrem notwendig ist wie in anderen Spielen, obwohl. Beziehungsweise im normalen Durchgang. Ja, mei. Wenn das Wasser den See ausfüllt, ziele auf die Morgensonne. Ach, okay, ich bin quasi zu früh. Weil ich kann das erst später machen. Gut, dann lag ich da falsch. Ich dachte, das muss ich vor dem Wassertempel machen. Das muss ich aber nach dem Wassertempel machen. Ja, gut, kommt vor. Da könnte ich ja eigentlich fast... Ich wollte gerade das Lied spielen, um zur Zitadelle der Zeit zu reisen, aber das Falsche ist ja das hier. Ja, das Vogelscheuchenlied möchte ich mir tatsächlich holen. Das hätte ich nicht auch in dem einen Raum wohl gebraucht. Im Dungeon. Im Feuertempel, genau. So. Na komm. Soll hier etwas schneller sein. Schauen wir mal. Jetzt muss ich aufpassen, ja. Da höre ich nämlich Geräusche.
Oh, wie komme ich jetzt bloß darüber? Was für ein Rätsel. Ach, man konnte da außerhalb wie die Erde schauen. Also out of bounds gucken quasi. Byron, das musikalische Vogelscheuchengenie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Wow, du hast eine Ocarina. Hey, warum flößest du mir nicht was vor, Süßer? Warum sagt der Süßer? Das irritiert mich ein bisschen, aber okay. Ja, nicht schlecht. Werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken, also für heute lass gut sein, Süßer. Geschafft. Das war eigentlich alles, was ich machen musste, weil wenn ich ihn in der Zukunft anspreche und ihm das gleiche Lied vorspiele, dann kriege ich quasi was freigeschaltet. Warum ich das jetzt mache, ich vermute, dass ich das vielleicht im Wassertempel auch brauchen werde, wenn sie schon eher für gewisse Sachen so drauf abzielen, dass man quasi die Vogelscheuche benutzen kann. Muss eh wieder in die Zukunft reisen. Ich muss sagen, die Masterquest macht mir eigentlich echt Spaß. Einzigste, was ich vielleicht ein bisschen zu bemängeln habe, ist, dass in Dungeons nicht hundertprozentig klar ist, welche Räume man tatsächlich gebrauchen kann für den Dungeon selber. Fun Fact, ich werde den nächsten Teil direkt im Anschluss an diesen Teil aufnehmen. Weil ich gerade Zeit habe dafür und da bietet sich das an. Na komm. Manchmal ist die Steuerung mit dem Stick nicht ganz perfekt, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Deswegen ja. Frage, die ich mir stelle jetzt. Warte mal. Ich schaue jetzt mal, dass es Tag ist und dann möchte ich was ausprobieren. Nee, der Filter funktioniert auch, wenn man auf dem Pferd hockt. Ich habe vorher gedacht, das Aufsteigen aufs Pferd hat den Dunkelheitsfilter deaktiviert, aber das ist wohl nicht so. War bloß Zufall, wahrscheinlich bin ich genau dann aus dem Bereich rausgegangen.
Ja, mit dem Pferd durch Gegner zu reiten, killt die Gegner. Ja, das wollte ich mal demonstrieren. Ah, er funktioniert wohl nicht immer. Für Leute, die sich wundern, warum ich dieses Lied gewählt habe für die Vogelscheuche. Hey, bist du nicht der Typ aus dem Kokiri-Wald? Mann, bist du gewachsen. Okay, was ist dein Lied? Was? Ich habe eben einen Elefanten hören. Du hast eher ein Hund wie ein Sieb. Mein Guter, nimm deine Ocarina und flöte das Lied. Hey, die Ocarina, spiel ein Lied damit, Süßer. Warum sagt immer Süßer? Das irritiert mich. Oh yeah, das ist es. Das geht ab. Mir haut's den Vogel raus. Ich hab das nie vergessen. Ich habe kein Strom hören. Ich glaube, du hast dir eine Belohnung verdient. Ich habe eine prima Idee. Mein Bruder Balsack reist den ganzen Hyrule umher. Wenn du ihn rufen willst, dann spiele dieses Lied. Wenn er in der Nähe ist und es hört, dann wird er dir helfen. Genau, das ist nämlich, so viel man quasi das braucht. Das sieht man nämlich immer, wenn der Navi irgendwo hinfliegt. Dann kann ich sagen, okay. Vogel aus Stahl oder was? Oder ich werde von der Leiter gestoßen. Schauen wir mal. Ja, für sowas ist es auch ganz praktisch. Da oben ist nämlich ein Herzteil. Yay, ich finde noch ein Herzteil. Dann erhöht sich deine Energieleiste um. Ein Herzcontainer. Herzteile. Schauen wir doch mal. So, ich habe es mir da schnell notiert, dann habe ich einen ungefähren Überblick. Sehr praktisch. Jetzt kann ich mir nämlich mein Pferd wieder schnappen und wegreiten. Und ich schaue hier noch schnell, ob ich ein bisschen mehr... ich hier noch meine Energie aufladen kann. Das wollte ich nämlich haben. Dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Geht sogar. Dann kann ich nämlich hier rüber reiten.
Manchmal ist es ein bisschen seltsam. Ah, es könnte sein wegen der Steigung da. Ja, das ist manchmal ein bisschen seltsam in dem Spiel. Kann ich mir auch gleich ein Herzteil holen. Obwohl, ich glaube, ich hatte was vergessen. Muss ich mal schauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo mich hinbringt. Ach stimmt, die kann ich abkürzen. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, nee, das passt, genau. Dann... hatte ich ja fast geschafft. So. Ja, alles kein Problem. Kann man ja wegfliegen. So. Ich glaube, so geht es nämlich auch. Ah, das ist zu knapp. Ah, interessant, es fliegt tatsächlich den kompletten Pfad entlang und dann fliegt sie zurück. Ich habe gedacht, dass die spawnt einfach nach einem gewissen Zeitpunkt. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen, bis man den richtigen Absprungpunkt hat, weil es relativ schnell fliegt. Oh ja, muss ich warten, bis die Blume wieder da ist. Hey, da ist sie. Okay, das hatte ich vergessen. Ach, das ist ein Feenbrunnen. Aber ich habe bloß 3 Feen, nehme ich gleich noch eine mit. Wenn man schon mal da ist. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass es ein Feenbrunnen ist. Gut zu wissen. Da ist noch ein Ding, okay. Ah, ich weiß gar nicht, was hier gibt. Ich wette, es ist bloß ein Rubin oder sowas. Egal, schauen wir mal. 20 Rubin, okay, hätte hier nicht rendiert. Oben ist eine Skulptur, wie praktisch. Ich glaube, ich brauchte erst den anderen Gegenstand. Ja, da hätte ich den anderen Gegenstand gebraucht. Da brauche ich. Ich kann das leicht holen mit dem anderen Gegenstand. Wenn man später kriegt. Aber das kommt erst ein oder zwei Dungeons später, deswegen.
könnte das auch von hier schaffen, glaube ich. Aber das ist timingmäßig, ist es halt ein bisschen knapp. Egal. Nein, ich wollte hier nicht runterspringen. Egal. Bin hier aber auch so, glaube ich, rumlaufen. Ja, genau. Gute Dekoration. Oh, der war schlecht. Okay, ich weiß, da muss ich zwischen anderen Dungeon machen. Mini-Dungeon. Das muss jetzt schon, wie ich das jetzt am blödesten handhabe. Nicht theoretisch anwesend, aber es passiert nichts. König Zoras Thronsaal betritt die Plattform und belabe ihn. Ach nee, warte mal, ich habe. Warte mal, ich kann nicht mehr. Kann ich da unten die Wand auch mit dem. Warte mal, da müssen wir schauen. Vielleicht kann ich das tatsächlich auch ohne was Besonderes machen. Warte mal, ja. Probier was aus. Okay, nee, ich muss zuerst in einen Mini-Dungeon machen. Das ändert natürlich ein bisschen die Planung. Spürst du das? Ein eisiger Wind weht von so aus Fluss herüber. No shit, Sherlock. Ah, ich muss ja quasi. Okay. Ja, das war jetzt etwas ungünstig. Hey!
Wenn ich schon mal da bin, dann darf ich mich kurz aufladen. Hallo, mein süßer Dämmer. Ich werde deine Wunden heilen. Wenn du vom Kampf erschöpft bist, kannst du jederzeit wieder besuchen. Dann schauen wir doch mal. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nie mit dem C-Stick die Ansicht wechsle. Habe ich doch einen Herzcontainer erhalten. Mein Herz, jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich. Sehr schön. Muss ich mal schauen, ob ich da schon was habe hier. So. So, schaue ich mir das und hier etwas ganz Praktisches. Aha, okay, man behält die Rotation, wenn man den Z-Knopf gedrückt hält oder in dem Fall jetzt den linken Trigger. Cool, wusste ich gar nicht. Ich muss kurz weg. So, jetzt bin ich wieder da. So, dann gehe ich doch hier mal rein und schaue, was uns angezeigt wird. Eishöhle. Sehr interessant. Aber
Was uns hier erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Teil hat gefallen. Wenn ja, dann ist nichts mehr wieder einschalten. Bis dann. Ja, es ist zeitlich ein bisschen blöd, aber mir ist gerade die Zeit weggefallen, weswegen ich kurz weg musste. Und ich hätte nicht genug Zeit, annähernd so das jetzt zum Wassertempel weiterzuspielen. Deswegen mache ich das so. Es ist für mich übersichtlicher und praktischer. Also bis zum nächsten Mal.